Ja, nicht glücklich, aber froh, sagen wir so. Ne? Glücklich ist man natürlich nicht, weil wir uns das noch ein bisschen anders haben vorgestellt. Wir wussten, dass natürlich nach der WM ein neuer Prozess startet, weil wir natürlich auch drei wichtige Spieler abgegeben haben mit Philipp Lahm, Per Mertesacker, Miroslav Klose. Die Hoffnung, auch gerade nach dem Polenspiel, war wieder so, in dieser Saison packen wir es wieder richtig an. Und die letzten beiden Spiele waren jetzt durchwachsen, viele gute Dinge, aber eben auch das eine oder andere, was wir natürlich auf jeden Fall verbessern müssen. Aber wenn man mal ins Nachbarland Holland schaut, dann sind wir sehr glücklich. Ich wollte eben sagen, andere sind gar nicht dabei. Dass wir uns qualifiziert haben und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, uns für die WM vorzubereiten. Ja, ich meine, dadurch, weil natürlich auch mehr Mannschaften noch dazugekommen sind, ist die Qualifikation auch im Turnier, die erste Runde zu überstehen, ein bisschen leichter. Es war ja früher häufig so, dass die Gruppenphase bei der Europameisterschaft eigentlich schwerer ist als bei einer Weltmeisterschaft. Ja. Aber wir sehen ihm entspannt entgegen am 5. Dezember in Paris. Darf ich sogar auslosen, weil ich Teil der Geschichte, auch der EM-Geschichte bin. Das freut mich. Und da hoffe ich natürlich auf eine gute Gruppe.